Anni, heute ist nix mit Alpen oder Harz. Es geht um den Cape Wrath Trail. Der Cape Wrath Trail liegt in Schottland. Er führt auf 380 Kilometern Länge von Fort William bis zum Cape Wrath. Und das durch die Western Highlands, eine wenig besiedelte Gegend, in der man ohne Zelt einfach nicht auskommt. Deswegen wird dieser Weg auch oft als Britain's Toughest Trail bezeichnet. Dies hier ist die erste Etappe. Sie führt von Fort William bis nach Glenfinnan. Diese erste Etappe ist technisch eigentlich noch recht einfach. Der erste 10 Kilometer lange Abschnitt führt sogar über eine Teerstraße. Sehr schön ist allerdings auch die Fahrt mit der Kamisnagol Ferry, die einen quasi in die Wildnis bringt. Ursprünglich hatte ich meine Wanderung auf dem Cape Wrath Trail für 2020 geplant. Aber da kam Corona dazwischen. 2022 habe ich die Planung wieder abgebrochen. Jetzt kann ich es kaum fassen, dass ich wirklich auf dieser kleinen Fähre sitze. Nachdem man an Land gegangen ist und die Fähre zurücksetzen sieht, wird einem klar, dass man jetzt auf sich alleine gestellt ist. Ein Blick zurück Richtung Fort William, dahinter Ben Nevis, ca. 1350 Meter über der hier ebenfalls sichtbaren Meereshöhe. Nochmal der Blick zurück über den Loch Linney zum Ben Nevis. Es ist Ende April und oben auf dem Gipfel liegt noch Schnee. Great landscape already here. Der Weg auf der Teerstraße entlang der Küste ist durchaus wesentlich schöner, als man so aus den Reisebeschreibungen heraus erwarten würde. Die Mauer hier ist eine gute Sitzgelegenheit für eine Viertelstunde Rast. Der Weg ist knapp 10 Kilometer am Seeufer des Loch Linney entlang verlaufen. Mit einer Rechtskurve kommt man nun nach Connor Glen hinein. So schön sind die Ausblicke auf den Connor River die ganze Zeit am Weg entlang. Thank you.
Serach Bothy kommt in Sicht. Auch ein schöner Platz zum Rasten, obwohl das eine private Hütte ist, die eigentlich immer verschlossen ist. Es gibt aber ein kleines Podest außen davor. Von dieser ersten Etappe, dass die sehr langweilig ist und dass man die halt einfach ablaufen muss. Aber nein, die ist auch wirklich sehr entlegen und auch landschaftlich sehr schön. Diagnose: viel zu viel Gepäck. Ich habe nachher 3,5 Kilo zurück nach Hause geschickt. Die fetteste Blindschleiche, die ich je gesehen habe. Ja, da zieht sich jetzt der Weg weiter hin und dann geht es da über diesen Sattel drüber. Bilage. Easily done. Ja, diesen Weg sind wir jetzt gerade drauf gekommen und man sieht hier schön links hinunter in das Tal und rechts sieht man, wie der Bach oder Fluss sich da weiter hinzieht und wie er da aus den Bergen runterkommt. Jo, und da geht's jetzt weiter rauf.
Ja, hier wird der Weg eigentlich wieder sehr einfach zu gehen. Bei Sturm und Regen würde ich das natürlich jetzt so nicht sagen. Das Wetter ist hier wirklich ein Game Changer. Bei Regen würde man hier einfach in einem schmalen Bach laufen. Dass das dann bei richtig Regen hier vielleicht 10 cm hoch steht und fließt, das ist ja echt dann schwierig, hier Kilometer zu machen. Da vorne sieht man, wie der Weg ins Tal weiter verläuft. Aus Connor Glen heraus kommt man auf den Bilic Altna Kröche, der auf immerhin 400 Meter Höhe liegt. Again. Das kann schon ein Problemchen werden, wenn mehr Wasser drin ist. So wie das hier ist, wasche ich da gerne meine Boots. Ja, da sieht man den Weg, dahinter die erste ernsthafte Bachquerung. Wenn hier richtig Wasser runterrauscht und von da oben hinter den Bäumen sind wir hergekommen. Bin ich hergekommen und hier geht's jetzt den Weg einfach mal runter. Entlang oder? Fußgängerbrücke über den nächsten Fluss ist unter Reparatur und massiv verbaut, wie ich in einigen YouTube-Videos gesehen habe. Daher umgehe ich diesen Wegabschnitt und gehe an der Straße entlang. So, ein bisschen Streetwalk Richtung Glenfinnan. Das Highlight hier ist das Glenfinnan-Viadukt. Ein Eisenbahnviadukt aus dem Jahr 1900. Am Bach eine letzte Ruhepause, bevor es dann gleich wieder weitergeht. Das da vorne ist nicht Curry Halli Buffy. Aber